Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Episode von Pokeduel. Wo sind wir stehen geblieben? Keine Ahnung. By the way, wir haben einen Gast hier. Er hat eigentlich einen anderen Namen, aber ich nenne ihn einfach Tom, weil Tom ein langweiliger Name ist. Ich glaube, du musst ein bisschen lauter sprechen. Oh, ja, Sekunde. So. Wo hat es hier den Marco zuletzt gelassen? Auf jeden Fall gegen ein richtig dummes Team. So. Kennst du dich mit Pokémon und Yu-Gi-Oh! Aus? Grundsätzlich ja. Eher ja. Pokémon, aber. Ja, guck mal, wir haben hier so ein Spiel. Er kennt mich halt auch nicht. Ich habe ihn einfach so irgendwo aufgegraben, so, weißt du? Deswegen, hier hast du so ein Spiel, da musst du so fighten und da hast du so Pokémon statt. Also Yu-Gi-Oh! Monster statt Pokémon. Charaktere sind auch geändert worden. Dabei haben sie einfach einen so. Hab ich doch Augen, ja. Also. Ja, ach so, ich dachte, das. Kennst du nicht das Pokémon, das ist die 17. Generation so? Ach, okay, ja klar. Das ist einfach Dings. Beta, Alter. Das ist einfach die 17. Generation. 18. soll auch Gamma kommen. Cyberpunk 2077. Ja, du kommst einfach so. Da hast du so Johnny Silverhand so. Jetzt geht. Wo sind wir denn stehen geblieben? Ah. Ja, stimmt. Was für Poker haben wir jetzt hier eigentlich genau? Immer auch dieselben. Was hat Biber? Krieger mit? Nee, nicht give, take. Niemals nehmen. Also immer, niemals geben, immer nehmen. Hier, das sind unsere Pokémon. Wir haben die kleine Flügelwache. Auch genannte Living Guard. Da haben wir Beaver B. Den Beta Twin. Red Eyes. Celtic G. Und Landstar. Ich finde, der hat ja die meisten Grip, Drip, Alter. So. Ja, er ist ja auch ein G. Ja, der ist halt ein G. Warte. Ey, du hast ja hier. Du hast ja was anderes. So, wie geht's denn überhaupt raus? Boah, fuck mich das ab. Es ist immer dasselbe. Nee, was hast du denn? Baphomet, Alter! Jo. Das hab ich nicht! Aber oh, doch, haben wir. Run. No. Oh, ist schwer. Alter. Baphomet. Hier raus. Kam er von hier oder bin ich? Ich habe keine Ahnung. So, Team Rocket hat der hier schon das eingesammelt? Die ROM ändert aber nur die Pokémon, ne? Auch Dialoge, Musik. Alter, ein Dino! Alter, den Dino muss ich haben. Bruh. You tried. You tried, bitch. Hier, wir nehmen jetzt hier den Biber. Ich brauche einen Dino, Alter. Wenn ich einen Dino nicht habe, hat mein Leben keinen Sinn. Ich brauche den jetzt hier. Noch ein Quick Attack. Wehe, du stirbst, zum Glück. Ja, Crit. Crit tot. Bruh. So, da fange ich mal den Shit hier ein. Pokéball, komm. Oh, Alter. 22. Ich bräuchte da irgendwie einen Laminatdrucker als Pokéball. Ja, genau. Wir brauchen einfach so. Wir brauchen einfach so Sleeves. Ja, Mann. Kannst du gerade so eintapen? Ja, Mann. Die richtig misshandelten hier mit auf Kartmarkt verscherbeln. Die nicht haben wir wohl offensichtlich gekämpft. Boah. Weißt du, Zubats kannst du nicht schnell wegkloppen. Das Monster, was ja am meisten kommt, ist Beta und der ist halt eine übelst ekelhafte Typ-Kombo. Der ist Stahlgestein, also macht bei mir fast gar nichts an dem Damage. Hast du gegen mich gekämpft? Also die Pokémon-Eigenschaften verändern sich nicht, sondern wirklich nur die. Doch, auch die Eigenschaften. Ah, okay. Ich meine, in dieser Generation gab es, glaube ich, nur. Gab es nicht sehr viele. Ja, zum Beispiel, das ist ein Nebulak-Sound, aber das ist jetzt halt der Swamp Beetle. Beetle. Und jedes Poké hat halt auch so Evolutionsstufen, weißt du? Deshalb bin ich mal gespannt, zu was sich hier Biberkrieger entwickelt. Wir haben auch ein Rotauge. 80 XP, Alter. Alter, was bist du denn?
nicht Move, oder? Ist ein guter Move, was kommen wir weg hier? Lul. Tail Whip, Alter. Tail Whip sounds bisschen nicht so ganz straight, deshalb lösche ich das jetzt. So. Was ist mit Beam dir, Alter? Beam Attack only oder was? Beam Attack only. Nur Damage Moves? Hoi, ich suche hier nach den Fossil von Mount Moon. Hier, sometimes Rex Pewter Jim lends me his hand. So, ja, Glückwunsch. Als ob Rex irgendwas geschissen kriegt. Jetzt buddelt er so noch Kartenfetzen im Schlamm. richtiges Opfer. Kann sich kein Booster leisten. Es muss ja so Pokémon-Attacke namens Scam geben, so. Und so Kinder, die du abziehen kannst. Ich hab Scan verstanden und hab mich gewundert. Ich dachte, den Move gibt's doch. Ah, wait. Alter. Beta. Du musst halt gucken, welches Level ist beim Beta eigentlich. Du brauchst Alpha. Dann hast du hier... Alpha den Chat. Wenn ich Alpha, bekomme ich einfach Chat, Alter. Muss sein. Warte, welches Pokémon gehört nochmal mir? Das gehört mir, glaube ich. Und das hier gehört mir. Wer rauszieht, weiß ich schon mal. Willst du kämpfen? Nö. Auch scheinbar irgendwas vor dir. Weißt du, manche Modelle sind so richtig detailliert und das ist sowas. Wer formiert? Deformiert kommt eher hin. Deformiert, Alter. Was willst du denn hier? Reden? I have to find stronger Pokémon. Where might they be? Ja, hätte ja Stress sein. Schlamm auf dem Boden. Bestimmt nicht diese Opferhöhle. Aber das läuft das riesige T-Rex neben sich so ignorieren, freut mich auch schon. Ja, passiert. Das war schön. Mach ich auch gerne mal. Ja. Würden die leben, würde jetzt auch keine Angst vor denen so. Du sagst, aha, drastische Klimaänderungen bringen euch um. Dann ab in die Höhle. Boah, ich bin auch schon in der Höhle. Ich hasse diese Höhle. Ich fight auch nicht, ist mir scheißegal. Ich will einfach nur raus. Oh mein Gott. Hab keinen Schutz mehr mit der Auto, wieso? Nö. Leider nicht. Schutz doch relativ zwecklos gerade. Schutz ist für Weicher, ja? Ja, Mann. Lieber drück ich die ganze Zeit Flucht, als 100, 100 Pokédollar auszugeben. Ist so. Wie sehe ich aus? Sehe ich aus wie Bonze? Die haben da die Treppe entfernt. War da nicht mal eine Treppe? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich kann mich in Höhlen nie zurechtfinden. Ich hab mir ja sowieso vorgenommen, einfach mal. Das letzte Mal, wo ich Gen 1 gespielt habe, wirklich, war eh einfach nur Let's Go Pikachu. Ja, also wer man es noch Gen 1 nennen kann. Ach, so schlecht fand ich das Spiel jetzt nicht. Nö, es ist einfach nur relativ andere Spiele vom Gameplay her. Ja, mir wäre es lieber gewesen, dass das Diamond and Pearl Remake so aussieht wie Let's Go, als das, was es jetzt ist. Das will jeder, glaube ich. Das Spiel sieht einfach mega trash aus. Ja, so, gibt doch bestimmt einen Roblox-Mod, der bald das gleiche kann. Sieht ja auch genauso aus. Mit besseren Sounds und weniger. Roblox Game, kein Mod. Aber da musst du aber hier Robux aufs Game, aber das kostet immer weniger als das Spiel. Ja, aber immerhin hast du den Oof-Sound, wenn ein Pokémon stirbt. Also, besser wüsste ich. Oof! Oof. Also, das ist schon so ein Wobei, Argument. Du hast mittlerweile auch Robux. Ja? Ja, der ist kostenpflichtig geworden. Was ist aus Roblox Plus geworden, Alter? Ist so. Aber immerhin gibt's den noch. Bist du, um die Höhle zu erforschen? Nee, um deine Mom zu. Was macht eigentlich so ein 7-Jähriger so eine Höhle? Solche Einsturzgefahr eigentlich. Dinos knallen. Legt er seinen Biber sei stärker als meiner? Das klang ein bisschen komisch. Glaube ich auch. Vor allem in einem eher englischlastigen Kontext. Ich find's aber auch schön, dass Biberkrieger nicht mal zum Gegner schaut. Er schaut einfach zu mir. Feierbar. Er so richtig. Er so. Ich hab Playset Biberkrieger oder was? Verpiss dich. Man könnte vom Biber super den Kopf outcroppen und auf diese Weak Doke Meme packen. Ja!
Bonkstab hat er ja schon. Ich hier, Alter. Ich bin... Mann, jetzt will ich das als Thumbnail, aber ich bin zu faul. Ah, ich mach das Baby gleich. Mal boah, geil. Boah, ich hab einen Prop, aber. Uff. Screenshot sieht einfach Biberkrieger gleich. Ja, mach ich. Alles gut. Die. Unser Red Eyes hat auch mal ein paar Level abbekommen. Schreit wie so ein Affe, Alter. Ich glaube, das ist so ein Mankey Sound. What the fuck? Ja, das ist Mankey Sound. Ja, ja. Monkey. Return to Mankey. Ja. Losing stinks. It's so uncool. Ja, du hast uns gegeben, Bruder. Hättest du vielleicht mal ein Biber weniger gehabt. Über das. Was mit dir, du Landstreicher? Uah, you shot me. Oh, you're just a kid. Perfekt. Alter. Manchmal sind die Dialoge schon echt peak. Ja, peak human performance, Alter. Wieso setze ich echt dagegen Biss ein? Ich hab fucking Kugelsaat, das ist ein Pflanzenattack und das Ding ist ein Boden-Pokémon. Los, schieß deine Balls nach ihm. Sie sieht einfach aus wie Kot, Alter. Wieso benutze ich Biss und nicht eine Pflanzenattacke vielleicht, wenn die Pflanzenattacke scheiße ist? I don't vielleicht. Know. Vielleicht, weil ich kein, auf Bein habe ich keinen Step. Perhaps. Urabi. Los, mein abscheulicher Elfenschwertkämpfer. So. I have to do it to him. Shitty Link. Muss einfach in meinen Thumbnails immer wieder, wenn es geht, nur Weeps reinklatschen. Scheißegal, was es ist. Letztes hat, ich glaube, das vorletzte oder letzte, na, das vorletzte hat ja so dieses Spider-Man-Meme, wo die ja beide auf sich zeigen. Use Amogus. Amogus? Nee, niemals. Ja, das ist aber Sus. Das ist aber Sus, dass ich benutze, warum nicht? Critical Hit, Alter. Noch ein Crit. I am RNG. Das war jetzt. Alter, I am RNG. Das ganze Loop My Saves ist jetzt völlig verbraucht, so. Bruh. Ja, kommt hin. Beta und Harden passt eigentlich zueinander. Oh. Oh. Wir haben noch 7 Minuten, Alter. Da, 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 da. Wow, shock the kid. Glückwunsch. 63 Gold. Gefähr, du Fuch. Alter, warum ist ein Stein? Ja, kannst du kaufen damit. Moonstone. Kann ich jemanden abwerfen wahrscheinlich, warte. Kann ich das auf irgendjemanden nutzen? Das ist mal die Frage. No use. Ich glaube nicht. Ich habe auch Kuribo kann... Nicht sowieso nur auf ein Pipi klatschen oder so? Ja, aber was ist hier ein Pipi? Keine Ahnung, aber hier vom Team wahrscheinlich nichts. Nee. Kannst du sie bis hier schon fangen überhaupt? Glaub nicht. Ja, Pipis kann ich schon fangen. Alter, das hörst du falsch an. Juhu. Yeah. Nein, Treffer, ey. 50 XP, dafür hat es sich gelohnt, Alter. Warte. Wir wissen ja, 7 ist größer als 3. Ja. Und 4 ist kleiner als 2. Ne, 20, genau. 4 ist kleiner als 2. Okay. Das muss auch ins Thumbnail. 4 gleich kleiner als 2. Ja, Quick Maths. Quick Maths, Alter. Ich habe gesagt, ich bin schnell in Mathe, nicht gut in Mathe. Mag sein. Was habe ich hier denn? Ah, noch eine Beere, Alter. Eine Rawstberry? Rawstberry. Raw XD. Raw XD. No, no, no. Urabi.
Ach, hätte... You're... Oh Gott. Du weißt, was kommen wird. Yeah. You're a bitch. You're a bitch. Ich hätte die Farmzone zu nennen sollen, Alter. Fuck! Mann. Mann, ich bin so unkreativ geworden. So, was habe ich hier denn? Was ist hier oben? Ja, noch mehr Kämpfe natürlich. Ah, noch ein Bär von mir. Der sieht auch so aus, so End My Suffering, Alter. Ich glaube, das, was wir noch nie in diesem Spiel gemacht haben, ist mal actually so zu saven. Weil ich mal sehen, wie viele Stunden wir haben. Schon 2 Stunden 31. Reicht nicht für einen Speedrun, Alter. Oh, Pokéball. Muss ja nicht World Record sein. Speedrun ist es immer noch. Ja, ist halt der langsamste Speedrun. Er ist ein PB. Verpiss dich, Beta. Ich bin zu Alpha für dich. So, hier ist doch ein Rocket-Spaß. Komm, fight. Du bist zu Alpha, du bist kein Kleine Delta Kinder mehr. Sollten sich nicht mit Großen anlegen. Das sind ganz schlechte Neuigkeiten. Das könnte wir haben Level 3 Zubat. Er ist einfach Wing Drang of Ra. Wee! Beide sind Wee. Brian ist einfach gespiegelt. Mein eigenes Brian ist immer das gleiche Bild. Quick Attack! No! Oh! Ui! Ah, ich finde das Potenzial, dass du das nicht Bonka-W genannt hast. Baphomet. So. Ah ja, na, komm, lass mal Beta ran hier. Mal sehen, was Beta kann. Alter, der bei ihm hat einfach das Gesicht weggemacht! Fällt mir jetzt erst auf! Spiegel und Gesicht weggemacht. Uff. Gust. Gust. Amo Gust. Oh. Ah, Pity Crit. Er weiß, ein Crit Hit. Helmsteed. Ne, sag mal Origin. Ah. Lachkick. Ich hab. I've achieved Comedy. Ah! Swampl. Soll das Viech heilen? Ah. Doch. Grundloses Stück. Bruh. So nichts. Ach, verpiss dich später. Aber ich würde schon das Biberkrieger so hoch ist. Der eigene Sprite von Beta ist einfach gespiegelt ohne die Augen, aber die Augen sind einfach 2 schwarze Pixel. Ich hoffe, das wäre einfach so weiß. Komm, ich renne jetzt einfach. Was? Ey, pack mich nicht ab. Weißt du, als ich zum ersten Mal geredet habe, dachte ich so, boah, cool, Beta. Und jetzt so, denke ich mir so lange so, ey, verpiss dich, Beta. Also, ich habe ihn schon öfter gesehen als jedes andere Poké auf dieser Welt. Wir, Team Rocket, werden diese Fossilie finden. Diese Pokémon werden wir wiederbeleben und sehr viel Geld mitmachen. Stonks. Speech. Eine Ratte. Warum dachten sie sich, in dieser Höhle gibt's 3 Arten von Pokémon? Jeder Trainer-Encounter hat einfach
Team, was aus den gleichen drei besteht. Also die so nur die, also die nur so da gefangen haben. Ja, anscheinend ja schon. So, aber die Folge ist auch gleich zu Ende. Ich würde dieses Pokémon noch besiegen und dann darf Marco ran. So, weil ich darf mich wirklich stark überziehen. Level 15, bekommst du noch irgendwas? Ah, ja, das bringen wir ihm noch bei. Beziehungsweise. Ja, komm, bringen wir ihm bei. Machen wir das hier weg. Ich bedanke mich dann schon mal langsam fürs Zuschauen. Und bedanke mich auch bei Tom, dass er dabei war. Macht diese Aufnahme ein bisschen lebendiger. Schreibt. So, dann bedanke ich mich vielmals und auf Wiedersehen. Ciao.